Eine der bedeutendsten Villen der deutschen Industriegeschichte steht in Essen. Es handelt sich dabei um die Villa Hügel. Sie ist auch bekannt unter dem Namen Krupp-Villa. Die Villa Hügel im Essener Stadtteil Bredeney wurde 1870 bis 1873 im Auftrag von Alfred Krupp errichtet und ist das ehemalige Wohn- und Repräsentationshaus der industriellen Familie Krupp. Die schlossähnliche Villa verfügt auf ihren 11.000 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche über 399 Räume und liegt an prominenter Stelle über dem Ruhrtal und dem Baldeneysee im 28 Hektar großen zugehörigen Hügelpark. Begleiten Sie mich auf dem Weg durch einen Teil des Parks vom Baldeneysee zur Villa bei bestem Wetter. Heute ist die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung Eigentümerin des Anwesens. In der Villa hat auch die Kulturstiftung Ruhr ihren Sitz. Im Haus finden regelmäßig Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerte oder Ausstellungen statt. Zahlreiche historische Räume sowie die historische Ausstellung Krupp können zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden. Die Villa Hügel teilt sich in zwei Gebäudetrakte ein. Das Hauptgebäude, Großes Haus genannt, diente der Familie Krupp als Wohnsitz und ist durch einen Verbindungstrakt mit dem kleinen Haus verbunden, in dem sich heute die historische Ausstellung Krupp befindet. Nachdem wir das Haupthaus betreten haben, betritt man die große Empfangshalle im unteren Stock. Hier findet man große Porträtbilder aus industrieller und politischer Zeit aus dem 19. Jahrhundert. Auch ein großes Familienbild der Familie Krupp ist hier zu entdecken. Die Entstehung der Villa geht einher mit den Veränderungen in der Friedrich Krupp AG. Im Jahr 1862 wurde durch Alfred Krupp die Prokura in der Firma eingeführt. Er beabsichtigte damit seine Rolle, dem stark gewachsenen Unternehmen auf die strategischen Entscheidungen und die Aufsichtsfunktion zu beschränken. War es bis dato üblich, auf dem Unternehmensgelände zu leben, spiegelt sich dieser Rückzug auch in der Verlagerung des Wohnsitzes der Familie wider. Im Herbst 1863 beabsichtigte Krupp das heutige Gelände und entschloss sich im Januar 1864 so viel wie möglich des damaligen Gutes Kloster Buschhof zu erwerben. Um den Umzug zu beschleunigen, wurde zunächst der Kloster Buschhof um einen Turm erweitert und zu einer Villa umgebaut. Erste Skizzen des Baus entwarf Krupp selbst zusammen mit dem unternehmensinternen Baubüro. Das stand zunächst unter der Leitung von Ferdinand Bachewitz, ab 1863 unter der Leitung von Gustav Krämer, der die weiteren Ausarbeitung der Pläne übernahm. Bachewitz fertigte nun unter Leitung von Krämer genaue Baupläne nach den Skizzen Krupps an, die als Grundlage für die weiteren Arbeiten dienten.
Das Wohnkonzept für das Hauptgebäude stammt von Alfred Krupp. Nach seinem Wunsch befinden sich im Erdgeschoss der Villa Hügel die offiziellen Gesellschaftsräume, die Sie heute besichtigen können. Die früheren Empfangssalons, Speisesaal und die Bibliothek. Die ersten beiden Generationen, Alfred und sein Sohn Friedrich Alfred Krupp, nutzten den Verbindungsbau zwischen großem und kleinem Haus als eingeschossigen Wintergarten. Bertha, die Enkelin bzw. Tochter, und ihr Mann Gustav Krupp von Bohlen und Halbach ließen ihn zwischen 1913 und 1916 komplett umgestalten. So entstand der heutige Gartensaal mit der Absicht, die Wandteppichfolge Szene aus der Apostelgeschichte aufzunehmen. Darum ließen sie die Innengestaltung des Gartensaals von einer dem Louis XIV. Stil nachempfundenen Dekoration auf die Wandteppichfolge abzustimmen. Flämischen Wandteppichen galt eine besondere Vorliebe der Familie Krupp. Tausende von Büchern in der Krupp-eigenen Bibliothek. Rund 3300 Bücher stehen heute noch hinter den gläsernen Türen der Bibliothekschränke in der Villa Hügel. Bis zu 30.000 sollen es Mitte der 1960er Jahre insgesamt einmal gewesen sein. In den 1870er Jahren weist Alfred Krupp seinem Portier an, illustrierte Zeitschriften zu sammeln und zu binden. In dieser Zeit ist die heutige Bibliothek daraus entstanden. Der Bibliotheksbestand hat alle nennenswerten Wissensgebiete umfasst, angefangen von der klassischen Stahlliteratur und naturwissenschaftliche Publikationen zu Meereskunde und Tiefenseeforschung aus der Zeit von Friedrich Alfred Krupp über die klassische europäische Literaturen, vornehmlich des 19. Jahrhunderts. Reiseliteratur, Militaria, verfügt die Hügel-Bibliothek eine bemerkenswerte Anzahl an kunstgeschichtlichen Bänden. Aus der Zeit von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach als Legationsrat an den Botschaften in Peking und Washington stammen eine Sammlung rarer amerikanischer Drucke des 18. und 19. Jahrhunderts sowie kostbarer asiatischer Bildbände. Über ein imposantes Treppenhaus gelangt man in den oberen Stock des großen Hauses. Im ersten Stockwerk gelangt man in die obere Halle, einem repräsentativen Wohnraum und Festsaal. Die Halle wurde ab 1913 für die Aufnahme der Wandteppichfolge Die sieben freien Künste umgestaltet. Zur selben Zeit baute man einen Kamin ein, der von einem Bronzerelief mit einer Szene aus der Schmiede des Vulkans bekrönt wird. Die obere Halle wird überwölbt von einem gläsernen Dach. Thank you.
Von der festlichen Halle aus gelangt man in das imposante Zimmer und auch dem Arbeitszimmer, das schon Alfred Krupp benutzte. Aus der Zeit der Umbaumaßnahmen stammt auch der massive Doppelschreibtisch. Lassen wir die Räumlichkeiten einer vergangenen Zeit einfach mal auf uns wirken. Das kleine Haus diente ursprünglich als Gästehaus und zwischenzeitlich auch als Wohnraum für die einzelnen Familienmitglieder. Seit 1961 beherbergt es die Ausstellung zur Firma und Familie Krupp. Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung hat das kleine Haus der Villa Hügel in den Jahren 2005 und 2006 denkmalgerecht sanieren lassen. Getragen von dem Leitgedanken, die noch vorhandene historische Substanz zu bewahren und den ursprünglichen Villencharakter wieder sichtbar zu machen. Anordnung und Grundriss der Räume entsprechen seitdem wieder dem ursprünglichen Zustand. Fußböden, Decken, Türeinfassungen und Fenster sind so weit wie möglich originalgetreu wiederhergestellt. Im kleinen Haus wird die historische Ausstellung Krupp, die über die Geschichte der Familie Krupp, des Unternehmens und der Krupp-Stiftung informiert. Darüber hinaus ist das kleine Haus seit 1961 Sitz des historischen Archivs der Familie Krupp, eines der ältesten Wirtschaftsarchive, die es in Deutschland gibt. Denn bereits 1905 wurde ein Werks- sowie ein Familienarchiv gegründet, die in den 1950er Jahren in der Villa Hügel zusammengeführt wurden. Die historische Ausstellung Krupp im kleinen Haus der Villa Hügel umfasst mehrere Themenbereiche. Im Erdgeschoss werden die Familie Krupp und die Villa Hügel mit ihrem Park präsentiert.
Die Gründung, Geschichte und Tätigkeit der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung sind zwei weitere Räume gewidmet. Im Obergeschoss wird die Geschichte der Firma Krupp seit ihren Anfängen vor mehr als 200 Jahren präsentiert. Genießen wir bei einem Rundgang durch das kleine Haus in der Villa Hügel und erleben die einmalige Geschichte der Familie und der Firma Krupp. Thank you.
Der Hügelpark ist der zu Villa Hügel gehörige Park im Essener Stadtteil Bredeny, die der Industrielle Alfred Krupp ab 1869 plante und errichten ließ. Vor nahezu 150 Jahren wurde der Park der Villa Hügel angelegt und bis heute zahlreiche Wandlungen und Umgestaltungen vorgenommen. Je nach Funktionen und Vorlieben diente der Park dem Rückzug der Unternehmerfamilie Krupp wie auch der großen gesellschaftlichen Repräsentationen. Seit etwa einem halben Jahrhundert präsentiert sich der Hügelpark weitgehend im Stil eines englischen Landschaftsparks, in dem aber für kundige Augen auf Schritt und Tritt Spuren der Vergangenheit zu entdecken sind. Das von Alfred Krupp in den 1860er Jahren für seine Bredeneyer Besitzung erworbene Gelände war ein mit Waldungen und Ackerland bedecktes Gebiet, zerklüftet mit bis zu 60 Metern Höhenunterschied, in dessen Mitte auf einem kahlen Hügel der Klosterbuschhof lag. Die Familie Krupp startete die Parkanlagen bis 1914 auch künstlerisch aus. Der Tierbildhauer Albert Hinrich Hussmann schuf wohl um 1914 das lebensgroße weidende Pferd aus Bronze, das noch heute an der früheren Hauptzufahrt nahe dem Tor 2 steht. Weitere Skulpturen und Denkmäler bezogen den Hügelpark. Viele gingen jedoch im Laufe der Jahrzehnte verloren. Die heute noch sichtbaren Kunstwerke betten sich harmonisch in die gestaltete Natur mit ein. Mehr als 7000 Bäume stehen im Hügelpark. Über 120 Arten weist das Verzeichnis der Gehölze aus. Am beeindruckendsten sind die majestätischen alten Bäume und seltenen Sträucher. Einheimische Prachtexemplare stehen neben exotischen Raritäten. Hier endet unsere heutige Tour auf dem Park der Villa Hügel. Wir haben viel über die einmalige Geschichte und Tradition der industriellen Familie Krupp erfahren. Also bis bald, euer Dirk.